Hey Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Thema, wo mich voll viele immer drüber fragen auf Instagram. Also um ein eher Talk-Video, Hilfe-Video, wie man es nennen möchte. Nämlich, wie ich die Motivation nehme oder woher ich die Motivation nehme zu kämpfen. Was ich für Tricks habe, was ich für Sachen benutze. Was ich mir für Gedanken mache, wie auch immer, woher nehme ich die Motivation. Und ich habe mir einfach mal ein paar Sachen rausgesucht, die liegen neben mir, wo ich halt viel Motivation herbekomme, sag ich mal so. Und mir halt immer wieder sage, ich muss kämpfen, um zu leben. Und da habe ich erstmal so eine Box, die habe ich früher von meiner besten Freundin mal bekommen. Also was heißt früher, vor, ja doch, jetzt schon fast 2 Jahren her. Und die hat sie selbst gemacht aus dem Nutella-Glas, aber da kommen ja auch schon die Tränen, weil diese Freundin ist wirklich 9 Jahre lang schon für mich da und ist jedes Mal wieder für mich da und immer wieder. Und sie gibt mir immer und immer wieder Kraft und sagt immer und wieder, wann es du schaffst es. Und das ist einfach so, dass wenn ich halt traurig bin oder so, ziehe ich halt, mache ich das halt auf. Okay, haben wir hier noch ein Bild, das zeige ich dann. Und ziehe halt so eins und dann steht hier drauf Freunde. Und dann steht da drauf, danke für die schönen Momente mit dir, Mr. Schnoddermann. Will dich nie verlieren. So, Mr. Schnoddermann ist so ein Insider von uns. Aber so, sie hat ganz viele Sachen draufgeschrieben halt. Dass ich zum Beispiel so Angsterwartungen zum Beispiel, die über dich lästern, kennen deine Geschichte nicht und kennen dich nicht, also hör nicht hin. Das sind so Sprüche, die mich halt immer motiviert haben oder Sachen, die mich motiviert haben und immer noch motivieren. Oder morgen Schule. Starte den Tag mit einem Lächeln und mach das Beste draus. Das, selbst wenn man aufsteht und Schule ist und Angst hat, dass man trotzdem aufsteht und einfach lächelt und sagt, hey Leute, scheiß drauf. So, wisst ihr, klar, es hilft nicht immer, aber alleine, dass man weiß, dass man eine Person hat oder so eine Sprüche hat, die man lesen kann, hilft einem. Hier ist nochmal ein Angstspruch. Du bist so stark und hast schon viel geschafft. Viele bewundern dich dafür. Das ist auch ein Spruch, der mir immer wieder hilft, dass mich viele von euch bewundern, dass ich für viele ein Vorbild bin. Das ist wirklich ein Punkt bei mir, der mir so krass hilft, weil ich einfach sehe, hey Vanessa, wenn du jetzt am Boden bist und sozusagen dein Leben wieder in den Abgrund gehst, gehen vielleicht voll viele mit dir in den Abgrund. So. Und klar, ich sollte für mich kämpfen, aber trotzdem, es hilft mir total. Also hier sind halt wirklich voll viele Sprüche drin, wo ich halt, wo halt Sachen draufstehen oder Ziel zum Beispiel, Spaß haben ist ein Ziel auf jeden Fall. Und hier habe ich auch noch so einen Stein, den hat sie glaube ich auch mal, genau das hat mein bester Freund auch für mich gemalt, so ein Glücksstein mit so einem Glücksauge. Den habe ich eigentlich auch halt immer hier drin, also immer in dieser Dose. Und dazu müsst ihr noch wissen, meine Freundin kann echt mega gut malen, das konnte sie schon immer, dafür habe ich sie schon immer beneidet. Da hat sie hier ein Bild von ihr, mir und noch einer anderen Freundin gemalt. Und drauf stehen VGG, das sind die Anfangsbuchstaben von uns. Wir hatten mal so eine Gruppe, sag ich mal so. Und leider haben wir halt auf dem Weg, von unserem Weg, haben wir halt ein paar von dieser Gruppe verloren. Und jetzt sind wir halt nur noch VGG. Vorher waren wir eine andere Gruppe, noch mehrere. Und haben halt leider auf dem Weg immer mehr Leute verloren. Das hat sie auch gemalt. Sie ist sie mit dem Herz in der Mitte, die uns eigentlich immer alle zusammengehalten hat und immer versucht hat, uns zusammenzuhalten. Und sie hat hier noch viel Privates gemacht. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich kann es ja mal vorlesen. Hey Nessie, ich wünsche dir ganz viel Glück im neuen Jahr und dass du schnell wieder aus der Klinik raus darfst. Es war richtig schön, dich wiederzusehen und auch, und dass wir uns wieder treffen und quatschen konnten. Ich freue mich schon auf den Sommer. Wie geht's dir? Müssen auf jeden Fall weiterhin Kontakt halten. Bin immer für dich da. Dann halt noch den Namen, sag ich jetzt nicht. Allein so, sie hat immer an mich gedacht, egal wo ich war. Selbst als ich in Bayern 8 Stunden entfernt war, sie hat immer an mich gedacht. Und egal, ob im Skiurlaub oder irgendwo anders, weil hier hat sie noch geschrieben, PS, die andere Karte vom Skiurlaub kommt noch. Sie war wirklich mit die einzige Freundin, besser gesagt die einzige Freundin, die wirklich, egal was war, immer hinter mir stand. Und allein das gibt mir so eine riesen Motivation, Leute, weil ich möchte sie auch nicht enttäuschen, ehrlich gesagt. Sie hat so lange für mich gekämpft und sie kämpft immer noch und ist schon 9 Jahre lang, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen.
sie ist trotzdem immer da. Hier ist noch, ich halte es mal zu, von ihr, hier ist noch ein Bild von uns beiden, auf der anderen Seite ist sie drauf. Und wir hatten so einen Song immer, ich weiß gar nicht, We Stand Strong Together, irgendwie so gegen mehr. Und hier steht auch, We Stand Strong Together, davon haben wir früher Musical.ly gemacht. Und dann hat sie es auch ausgedruckt, als, also ein Bild davon abfotografiert. Und da sind wir auch drauf und muss ich immer grinsen, wenn ich es sehe, weil ich ganz genau weiß, wie wir das Musical.ly gemacht haben und wie wir uns dann noch voll Mühe gegeben haben und Herzchen gebastelt haben. Und das steht auch immer bei mir im Zimmer, weil ich weiß nicht, das, immer wenn ich das sehe, bringt es Erinnerungen hoch, aber schöne Erinnerungen und auch ein Lächeln. Dann habe ich mir hier noch, das war früher, das hatte ich mir auch in der Klinik geholt, so ein Geh deinen eigenen Weg, also so ein Sprüchekalender. Ich weiß nicht, ich glaube, das haben auch voll viele bestimmt von euch, wo halt überall so der ideale Tag wird nie kommen. Es ist heute, wenn wir ihn dazu machen. Also man hat jeden Tag die Chance, irgendwie den Scheißtag zum guten Tag zu machen oder so. Also du wirst nie aufwachen und sagen, so, und heute ist der perfekte Tag, um gesund zu werden, weil den gibt es immer oder auch nie. Man kann es sich drehen, wie man möchte. So, also hier sind halt ganz viele oder kraftvoll einfach Bilder mit Sprüchen drin. Das hilft mir auch manchmal einfach. Ich ziehe daraus Hoffnung, wie mein allerlieblingsspruch ist, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Du hast jeden Tag und jeden neuen Tag die Chance, irgendwas gut zu machen. Wenn an dem Tag jetzt was scheiße gelaufen ist, ja und scheiße, morgen hast du noch einen Tag, da kannst du es gut machen, da kannst du es auch scheiße machen, aber da kommt noch ein Tag und da kannst du es dann gut machen. Man hat immer die Chance, jeden Tag sozusagen wieder etwas Neues zu machen oder etwas Neues zu beginnen. Also das ist auch eine große Motivation für mich. Dann auf jeden Fall mein Pferd, Ayoka. Also das ist mit die größte Motivation von allen, weil wenn ich tot bin, auf jetzt mal knall gesagt, dann habe ich Ayoka, mein Pferd, im Stich gelassen. Und das würde ich bereuen. Und zwar sehr dolle. Und das würde ich bereuen, weil dieses Pony begleitet mich jetzt schon 2 Jahre und diese 2 Jahre waren eigentlich auch mit die schlimmsten 2 Jahre und ich habe schon so viel geschafft und es, ich weiß nicht, sie hat so voll viel mit mir mitgemacht und ich habe die Aufgabe, mich um dieses Pony zu kümmern und das gibt mir die Motivation, weiterzukämpfen. Wenn ich abnehme, dann kann ich mich nicht mehr um sie kümmern. Also leidet sie darunter und ich. Und es gibt so viele Sachen. Wenn ich traurig bin, dann spiegel ich ihr das wieder. Und dann ist sie auch traurig, wisst ihr. So, es gibt viele Sachen. Und hier auch noch eine Karte von einer guten Freundin von mir auch. Am Ende wird alles gut sein. Und wenn nicht, gibt es immer noch mich. Das ist auch ein schöner Spruch, weil es halt so mir zeigt, dass die Freundschaft echt ist. Und dass sie auch für mich da ist in schlechten Zeiten. Also mein Pferd auf jeden Fall und Freunde generell auf jeden Fall. Dann habe ich hier eine Kiste, wo so viele Sachen gesammelt sind von, ja, Freunden, meiner Familie, viele private Sachen natürlich auch, wo Sachen drinstehen, Motivationen. Alles Mögliche, natürlich auch Geburtstagskarten, die sind jetzt nicht so wichtig, aber halt zum Beispiel auch auf den Geburtstagskarten oder so steht halt natürlich auch schöne Sachen drauf. Auch wenn uns 1000 Meilen trennen, ich bin froh, dass wir uns kennen, denn du gehörst zu den Menschen, die man nie vergisst, weil du etwas ganz Besonderes bist. Vergiss das nicht. Das sind so Sprüche, die mich nachdenklich machen, aber auch glücklich machen, wenn ich so etwas bekomme. Ja, hier sind auch tolle Sprüche drauf von Freunden, die ich in der Klinik auch kennengelernt habe, die wirklich immer irgendwie an mich gedacht haben oder an mich denken, was für mich auch sehr wertvoll ist, ehrlich gesagt. Ich habe das selbst lange nicht mehr angeschaut. Hier gibt es noch ein Bild mit einer Freundin. Und das habe ich gesucht. Das ist auch eins der schönsten Briefe, die ich je bekommen habe, ehrlich gesagt. Das war von einer Mitpatientin. Liebe Vanessa, ich wollte dir mit dieser kleinen Karte einfach etwas Mut und Kraft schenken. Für jetzt, aber auch für die Zukunft.
Mir tut es leid, zu sehen, wie schlecht es dir zurzeit geht und wie schwer du dich im Moment tust. Ich würde so gerne etwas für dich tun, aber ich weiß einfach nicht was. Ich bin dir überhaupt nicht böse für irgendwas, was du tust, aber ich finde es so traurig zu sehen, wie du dir selbst schadest, nur um negative Aufmerksamkeit zu bekommen. Du bist doch so ein tolles, starkes und ehrliches Mädchen und du bist mir so ans Herz gewachsen, dass ich dich auf keinen Fall irgendwie fallen lassen würde. Am liebsten würde ich dich einfach aus dieser ganzen Scheiße rausziehen. Ich möchte dir einfach sagen, dass du wirklich immer zu mir kommen kannst, egal wann, auch gern um 3 Uhr morgens. Und dass du deine Krankheit und diese ganze Scheiße doch nicht brauchst, damit wir dich mögen oder beachten. Vanessa, du bist für mich ein riesengroßes Vorbild und das möchte ich nicht verlieren. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Du bist vielleicht gerade hingefallen und liegst jetzt irgendwo am Boden oder so, aber denk dran, da unten kriegst du kaum was von der Welt mit und wirst nur schmutzig. Also los, Vanessa, steh wieder auf, richte deine Krone und geh weiter deinen Weg. Ich weiß, dass du das schaffst, denn wer, wenn nicht du? Vanessa, du bist so ein tolles Mädchen und du wirst diese Scheißkrankheit besiegen, auch wenn alles nicht mehr... Und wenn du allein nicht mehr weiter weißt, dann komm zu mir und wir stehen das gemeinsam durch. Ich hab dich ganz doll lieb, deine ... sag ich jetzt nicht. Das ist auch... Ich weiß nicht, ich muss jetzt auch weinen, weil dieses... War immer für mich da, obwohl sie selbst so Probleme hatte oder hat und hat mir trotzdem so viel Mut zugesprochen. Eigentlich war sie für mich das große Vorbild und ich für sie. Ich weiß nicht.